Welcome back to another German Food Review, and it's snack time. El Tiquito Kino Snack, so it's a cinema snack. El Tiquito is the Lidl label. Yeah. And first question, tortillas with a hot salsa dip. What would you choose, hot salsa or cheese? I would go with the cheese one, I think, but I had this a while back, the cheese one. And yeah, price, €1.29 in Lidl, of course. And it's, of course, for the microwave. Warm tortillas with a warm dip. Okay. Calories first. Please focus. 100 gram tortilla chips, chili, 500 calories. 100 gram dip, 100 calories. And where's the number? 100 gram tortilla chips and 70 gram dip. So let's say 550 calories. Ingredients. Hot tomato dip. Yeah. Pepper. Here's the chili. 2.6% jalapeno chili and 3% onions. And a little more stuff. Okay. And here the chips. It's a corn snack with chili flavor. Okay. Corn flour. Yeah, let's open it. Where are the instructions? Here they are. Okay, ready to eat in 45 seconds. Let's check that. Okay, last time I forgot this here, I think. Anyway, where is it? Here. Let's open it. I hope it works. It does. Chips. And here is the dip. Okay. Should I microwave the chips with the bag? Not sure. Looks like it, doesn't it? here's okay, instructions. Ah, yes, I should poke the, where's the, what, with a fork? Is that a good idea? I don't know. Anyway, let's try it. So, I wouldn't use a fork for that, but okay. What the heck is this? I don't like this. Is this enough? No, two holes aren't enough. You want more holes? Okay, that's not a hole. Anyway, that's enough. And this one here, too. Very stiff. Okay. Looks like bullet holes, doesn't it? Anyway, no. Okay. Yeah, that's enough. Let's put it in the microwave for 45 seconds, 600 watt. Okay. Back in a sec. So, here it is. This stuff is, of course, super hot. And this here, it's warm. So, yeah. Let's open the chips first. Oh, let me sniff that. Yeah, smells like jalapeno. Nice. Let's put a few on here. Like this. And then one drop on the bottom. And let's remove this stuff here. Oh. So it can cool down a bit. Oh. Yeah, more glue, please. Do something quick, and it is eating time in a second, right now. Okay, yeah, here are the chips, and yeah, you have to be quick, just a little warm. Here we go. No, crunchy tortillas, hot. Let's try it again. Not really. Maybe a little bit. But yeah, it's not really hot. Everyone can eat this. So let's try the dip here. Here we go. Okay, this one is a little hotter. Is it really hot? I have to try it again. Okay, it's a little hot, but it doesn't really burn. Yeah,
doesn't hurt you. Okay, but not a combination, of course. Yeah, that's too much dip. Anyway. Sour. Oh, verschluckt. Yeah, it's sour. Okay, now it's a little hot. It tastes like a hot ketchup with pieces. A sour ketchup. That's not bad. But I think I would choose the cheese one still. But it's not bad. And it's fruity too. Salty. Yes, as you can see here. Okay, let's try a piece of pepper. Here it is. Yeah, for 1.29 €, nothing wrong with it. That's not enough dip, I would say, for the whole bag. But yeah, maybe I'm too greedy. Am I too greedy? Let me know. Huh. Well, it's snackable. Nice idea. Poco Loco. Okay, yeah. Thumbs up for Lidl, of course. Not bad, 1.29 €, that's not high. This stuff is sour and salty and a little hot, but it isn't really hot. Okay, thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt ein El Tiquito Kinosnack. Tortillas mit einem Hot-Salsa-Dip. Erste Frage, was würdet ihr nehmen? Es gibt ja zwei Versionen, einmal mit Käse und einmal mit Hot-Salsa. Ich würde wahrscheinlich als erstes die Käseversion greifen. Aber die hatte ich schon mal irgendwann. Welche würdet ihr nehmen? So, das kommt natürlich aus dem Lidl. Kostet 1,29 € oder 1,25 €. Ich glaube 1,29 €. Ja, kann man so aufmachen und hier reinlegen. Wie auch immer. Das kommt zum Vorschein. Eine Tüte mit Tortilla-Chips und ein kleiner Dip. Ja, dann sticht man das ein. Diese Folie hier ist super dick. Da müsst ihr richtig viel Kraft aufwenden. Oder ich bin zu schwach. Und das ist keine gute Idee, hier für eine Gabel zu benutzen. Wie auch immer. Hier sind erstmal die Kalorien. 100 Gramm, sagen wir mal 500. Für die Chips sind Chili Chips oder sollen welche sein. Und der Salsa Dip, 100 Kalorien. Und beides zusammen, sagen wir mal 550 Kalorien für die ganze Büchse hier. Das ist drin. Scharfe Tomaten-Dipsoße. 20% Tomaten. 3% Zwiebeln, 2,6% Jalapeno-Chili. Ja, und noch ein bisschen mehr Zeug. Und hier oben sind die Chips und die sind natürlich mit Mais gemacht. Maismehl. Okay, ja. Das kommt dann zum Vorschein, wenn man es 45 Sekunden in die Mikrowelle haut. Und jetzt schnuppere ich mal hier dran. Ja, und der riecht säuerlich nach Jalapeno. Irgendwie. Ja, ist okay. Kann man dran schnuppern, aber es hat, wie gesagt, säuerlich. Und hier habe ich gar nicht dran geschnuppert, muss ich noch machen. Ja, die riechen wie Tortilla-Chips. Nicht so aufregend, aber okay. Ja, sind noch alle ganz. Sehr schön, packen wir mal ein paar hier rauf. Und dann gucken wir uns die Dinger mal an hier. Ja, das sind wahrscheinlich dieselben, die man da auch in Lidl kaufen kann, in diesen großen Tüten. 300 Gramm Tüten, was kosten die, 1 € oder so? Here we go. Ja, allein schmeckt das nicht richtig gut. Es ist scharf hier, das ist nicht wirklich scharf. Vor allem, wenn man, nachdem man das hier gegessen hat, ist das hier überhaupt nicht mehr scharf. Schmeckt einfach nur noch Mais. Aber sie sind schön knusprig. Und man muss sich natürlich beeilen mit dem Essen, denn die kühlen sehr schnell ab. Die hier sind nur noch ganz wenig warm. So, jetzt werden wir mal hier den Dip testen. Hier seht ihr die Stücken, Paprikastücken. Here we go. Ja, das geht schon. Schmeckt wie säuerlicher, salziger Ketchup mit Stücken drin, der scharf ist. Ja, ist nicht super aufregend. Ich würde immer noch Käse wahrscheinlich bevorzugen. Aber fruchtig ist es auch.
Aber schon nicht schlecht. Und ist ein bisschen scharf, brennt ein bisschen im Rachen. Aber das tötet euch nicht. Soll es ja auch nicht. Ich will noch so ein Stück hier. Das hier. Hier für 1,20 kann man da nicht meckern. Man könnte es bestimmt auch selber machen oder einzelnen Dip kaufen. Aber okay. Dann bezahlt man mehr, wenn man nur ein paar Chips haben will oder so. Dann geht das schon. Ist aber nicht genug Dip, würde ich sagen. Oder bin ich hier zu gierig? Nee. Vielleicht ein bisschen mehr Dip, ein bisschen weniger Chips oder so, aber dann kostet es bestimmt mehr, keine Ahnung. Aber essen kann man es auf jeden Fall. Und wer es ein bisschen scharf mag, der kann das hier nehmen. Jetzt noch mal ein bisschen mehr hier. Here we go. Ja, ist nicht super aufregend, aber ist auch nicht eklig oder so. Ist auf jeden Fall essbar. Ich würde trotzdem Käse bevorzugen. Ganz viel Dip. Ja, so viel Dip müsste da sein. Dann wäre es besser. Aber okay. Rating, ja, Daumen nach oben natürlich. Ist okay, kann man essen. 1,29 ist nicht hoch. Und ist nichts falsch dran. Jo, alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.